Ja, willkommen heute wieder zu meiner Reihe On Tour. Heute bin ich in und um Abterode unterwegs. Ja, und erst als erstes mal, hinter mir seht ihr einen Weg, der da irgendwo im Wald verschwindet. Ja, ich bin hier in der Nähe von der Grube Gustav, wo der Premium-Rundweg Höllental beginnt. Der ist 10 Kilometer lang und durchaus sehenswert. Also ich kann euch empfehlen, hier direkt an der Grube ist auch ein Wanderparkplatz. Hier kann man sehr gut beginnen. Was es mit diesem Hasentisch auf sich hat, da rätsle ich eigentlich selbst. Ganz interessant ist es auf jeden Fall, dass da irgendwo was mit Naturstein da mitten drinne auf einmal hier an der Seite an einem Bach ist. Vermuten kann ich nur, dass das vielleicht früher mal irgendeine Gerichtsstätte war oder sonst irgendetwas. Sowas hat man ja öfters mal hier in der ländlichen Gegend gehabt. Leider, nirgendwo ist wirklich dokumentiert, was mit diesem Hasentisch hier gemeint ist. Naja, als nächstes gehen wir mal kurz rüber zum Besucherbergwerk. Knappe mit Schlegel und Eisen ist nur eines der vielen Werke, die der Schnitzer Ilja Dönhauser gemacht hat. Gerade hier im Meißner Vorland. Ich sag mal so am Eulenstieg zum Beispiel oder bei Frankershausen am Parkplatz hinten bei den Sportplätzen, wo es in die Kripp- und Hielöcher geht. Da kann man auch noch weitere Skulpturen von ihm sehen. Dieses hier ist eigentlich fast direkt am Eingang zum Besucherbergwerk der Grube Gustav bei Abterode. Ja, das hier ist eine Lore. Der Schacht dahinter, das ist eigentlich so eine Art Wetterschacht, wo man hat halt die ganzen Gase und so weiter, die beim Abbau entstehen, rauslassen und wo auch das Wasser, was in der Grube hochgeht, halt rausfließen soll. Also es hat schon seinen guten Zweck, dass das Ganze eigentlich so ist, wie es ist. Nein, aber bitte nicht hier durch dieses Gitter da hinten gehen, ist es auch abgesperrt, ist gefährlich, ist verboten. Wenn man sich jetzt nun fragt, wie haben die früher mal Bergbau betrieben? Ja, dann muss man ja natürlich nur mal hier gucken, ehemalige Sprengstofflager. Ich sag mal so, ja, natürlich ist viel mit Eisen und Pickel passiert, aber das meiste wurde natürlich gesprengt. Durch dieses ehemalige Sprengstofflager ist man eigentlich früher hier auch bei den Führungen rausgekommen. Ich glaube aber, nachdem wie das jetzt da aussieht, ist das eher nicht mehr der Fall. Also von daher ist das eigentlich nur noch eine kleine sehenswerte Seitennote, die man hier vor Ort hat. In der Grube Gustav wurde etwa von 1500 bis 1849 Kupferspat abgebaut. Ja, auch später wurde dann hier noch einiges drin betrieben. Ich sag mal so, das Bergwerk hat es auch sogar schon mal bis in die Tagesschau geschafft, weil hier ein paar Bergarbeiter halt in einem Stollen eingeschüttet waren. Ja, das ist aber schon Ewigkeiten her. Ich kann nur vermuten, dass das bei irgendeiner Übung gewesen ist. Den Bericht finde ich leider selber nicht mehr. Aber es ist durchaus ganz interessant, sich das Ganze mal anzugucken, wie und unter welchen Bedingungen man seinerzeit hier halt Edelmetalle und ähnliches aus dem Boden rausgeholt hat. Wenn man über die ganzen Sachen sich hier ein bisschen durchsieht, wo hier überall irgendwelche Öffnungen sind, muss man eigentlich fast sagen, die ganze Gegend ist hier so ein bisschen durchzogen von Bergwerken. Hier unten hat man natürlich in erster Linie die Kupferstollen, aber wenn man dann oben auf den Meißner geht, ging es ja dann um das Thema Kohle in der Regel oder um irgendwelche anderen Erze, die man da rausgeholt hat. Ich sag mal so, wenn man ganz genau sich den Berg da oben anguckt, der hier so 2 Kilometer oberhalb von uns ist, dann muss man am Ende des Tages sagen, ja, der sieht eigentlich von innen aus wie ein Schweizer Käse. Viele Stolleneingänge sind restauriert und aber auch zugemacht worden, sicherheitshalber, weil die ganzen Stollen sind natürlich nicht begehbar eingefallen und auch von der Höhe her nicht unbedingt so, dass jemand von
aus unserer Zeit mit unseren Körpergrößen da ernsthaft noch durchgehen könnte. Aber wie gesagt, hier habt ihr die Möglichkeit, selber mal in ein Bergwerk reinzugehen und es lohnt sich durchaus. Geöffnet ist eigentlich immer von Frühjahr bis Spätherbst. Der Eintritt für einen Erwachsenen, wenn ich das richtig auf der Homepage gesehen habe, kostet momentan 8 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre sind es 6 Euro. Und natürlich gibt es auch Gruppenermäßigungen. Am besten, wenn ihr mal mit einer großen Gruppe da seid, vorher anfragen, dass vielleicht auch die Führung außerhalb der üblichen Zeiten stattfinden kann. Wie gesagt, reingucken, es lohnt sich auf jeden Fall. So, die nächste Station findet dann oben direkt im Dorfe statt. Seid mal gespannt. Wenn man aus Richtung Eschwege nach Abderode reinkommt, da fallen einem natürlich dann gleich erstmal zwei Skulpturen auf, die man am Ortseingang sieht. Solche Skulpturen in holzgeschnitzter Weise findet man hier meist nach Vorland öfters. Da hat sich ein Brüderpaar halt mit der Motorsäge und Holz gut ausgelassen und hat wirklich so tolle kleine Kleinode geschaffen. Ja, ich bin jetzt hier in Abderode, wie man sicherlich erkennen kann. Und dann schauen wir mal, was es hier Tolles so gibt. Ja, ich nähere mich jetzt dem zweiten Ziel, dem Abderöder Bär. Könnt ihr euch vorstellen, worum es dabei sich handelt? Der Abderöder Bär, ein Zechstein, er ist auch als sogenannter Totenstein bekannt. Ist eigentlich so ein Punkt, wo sich früher, im Frühjahr getroffen wurde, um das Frühjahr einzuläuten. Ja, noch heute wird oberhalb des Abderöder Bärs auch das Abderöder Osterfeuer abgebrannt. Also von daher, irgendwie so gewisse Sachen bleiben einfach erhalten. Auffällig sind die Magerwiesen hier rundherum. Man sieht es jetzt hier gerade im Frühjahr, wo ganz besonders viele Schlüsselblumen hier blühen. Eine kleine Bitte, lasst sie bitte stehen. Sie stehen unter Naturschutz, sollen nicht ausgegraben, nicht gepflückt werden. Erfreut euch einfach daran, dass es hier schon schön bunt ist. Wie in all vielen Sachen hier in der Gegend gibt es natürlich Sagen. Man behauptet, dass Frau Holle einst diesen Stein ja hinter mir mit den Daumen vom Hohen Meißner, der mal in der Gegenrichtung gut 2 Kilometer entfernt ist, hierher geschmissen hat. Deswegen muss dieser Platz auch eine besondere Bedeutung haben. Gut, wir sind hier im Frau Holle Land. Frau Holle soll hier sehr viel gemacht haben. Sie soll oben auf dem Meißner auch ein paar Jungs, die ein bisschen arg aufsässig waren, angeblich in Kühe oder Rinder verwandelt haben. Alles, sagen wir so, die liebe Frau Holle aus dem Märchen, so lieb ist sie in den Sagen eigentlich weniger, aber trotzdem, sie gehört halt zur Gegend dazu. Man wirbt ja mittlerweile vom Fremdenverkehr auch mit dem sogenannten Holleland, alles Holle oder was. Also sie ist halt hier allgegenwärtig. Ja, hier nochmal ein kurzer Blick auf dem Abderöder Bär. Wie man jetzt auf diese Form kommt, dass es ein Bär ist, kann man so ein bisschen erahnen. Wir machen uns jetzt in die gegengesetzte Richtung auf. Und zwar hierhin zur sogenannten Totenkirche von Abderode. Ich sag mal so, habt ihr schon mal einen Baum in einer Kirche wachsen sehen? Nächstes werden wir uns zur sogenannten Totenkirche begeben, die genau auf der gegenüberliegenden Seite hier vom Ortseingang ist. Es ist eine verlassene Kirche, die vor vielen Jahren einfach stehen gelassen wurde. Es gibt da das eine oder andere Interessante, denke ich mal, zu sehen. Also schauen wir doch mal hin, oder? Weg zur Totenkirche. Ihr könnt sie im Hintergrund ja schon sehen. Was ist hier eigentlich passiert? Eine gute Frage. Die Kirche stammt so irgendwo aus den 1400er Jahren. Ja, und seit 1850 etwa ist sie eigentlich nur noch als Ruine bekannt. Die Glocke wurde nach Fockerode verkauft. Das Inventar wurde auch weitgehend veräußert.
Ja, und irgendwann fand dann auch die letzte Predigt hier statt und dann war einfach Ende im Gelände gewesen. Etwa nicht ganz 500 Meter weiter im Ortskern ist natürlich in der Zwischenzeit eine neue Kirche gebaut worden, die sogenannte Wehrkirche von Abterode. Ja, und die Reste hier sollten eigentlich in den 1800er Jahren abgerissen werden, sind sie aber nicht und so bleibt da natürlich ein sehr interessantes Relikt erhalten. Wenn man sich jetzt hier ringsum ansieht, sieht man überall alte Grabsteine, die recht historisch sind. Ja, und auch unter anderem einige Tische und andere Utensilien. Ich bitte hier respektvoll umzugehen und die Stille in Möglichkeit so einigermaßen zu bewahren, zumal das Ganze hier auch sehr naturell gehalten ist. Also von daher, bitte verhaltet euch so, wie ihr euch auch auf dem Friedhof verhalten würdet. Okay, ich kenne Menschen, die gehen auf dem Friedhof auch mit dem Hund Gassi, aber das ist ein anderer Punkt. Wie ich es euch versprochen habe, steht ein meterhoher Baum mitten in der Kirche. Dach haben wir hier auch keins mehr zur Verfügung, wie man sieht. Und von dem prunkvollen Turm ist auch nichts mehr erhalten. Das ist alles anno 100 Dunnemals zusammengefallen, noch weit bevor die Kirche eigentlich abgebrochen werden sollte. Das ist nun der Altarraum der Kirche. Man kann hier zur rechten und zur linken jeweils einen Zugang erkennen. Ja, es ist auch die sogenannte Oberkirche. Wer sieht hinten natürlich entsprechend ein paar einige Fenster, die seinerzeit sehr prunkvoll ausgestattet gewesen sein müssen, so wie es in den Büchern beschrieben steht. Durch die Scharten hat die Kirche natürlich eine gewisse wehrhafte Ausstrahlung. Das ist auch nicht ganz unbeabsichtigt, weil damals so in den 1400er Jahren, wenn dann irgendwelche Feinde kamen, hat man natürlich auch versucht, seine Kirchen zu verteidigen. Ja, irgendwann war das einfach so in dieser Form nicht mehr möglich und nötig, weil die Waffen besser wurden. Und dann haben diese halt ihre Bedeutung verloren. Jetzt verlassen wir die alte Totenkirche durch einen der Seitenausgänge, besser gesagt durch den Ausgang am Kopf. Und gucken uns einfach mal noch ein bisschen im Gelände um. Dies ist nun die Rückseite der Kirche. Direkt dahinter schließen sich leichte Wallanlagen an, die die Kirche etwas über die Landschaft erhoben haben, was auch für das Wehrhafte der Kirche spricht. Ja, es lohnt sich durchaus auch einmal drumherum zu sehen, gehen und einen Blick auf die Landschaft zu haben. Man hat hier natürlich dann auch einen Blick auf einen wunderbaren Wanderweg, mit dem man unter anderem auch in Richtung der Grube Gustav kommen kann, wo ich ja vorhin schon war. Hier jetzt noch einmal ein Blick in das schöne Abteroder Meißner Vorland. Es lohnt sich durchaus, hier vielleicht mal die ein oder andere Wanderung zu machen. Man kann sehr viel sehen. Es gibt ja auch sehr viele Punkte noch mehr als wie das, was ich euch heute zeige, die man sich ansehen könnte. Ich denke dort nur an den Wildpark in Germerode oder die Kripp- und Hielöcher oberhalb von Frankershausen. Also es ist einiges geboten, auch am Hohen Meißner. Wobei da ist leider die Zufahrt zum Frau-Holle-Teich von dieser Seite her momentan gerade nicht wirklich möglich. Man muss aus Richtung Kammerbach kommen, was leider von hier aus so einen Umweg, sage ich mal so, von 15 Kilometer darstellen dürfte. Leider ist es so, dass da oben mit den Straßen das eine oder andere nicht so ganz in Ordnung ist und dass man sich noch ein bisschen darüber am Streiten ist, wer die Kosten tragen soll und was und wie überhaupt gemacht wird. Hier nochmal eine Vorderansicht der Kirche, wo man die ganzen imposanten Ausmaße durchaus erkennen kann. Früher wahrscheinlich sehr klein gewesen bin, sind. Ich bin hier durch so einen dieser Seiteneingänge im Altarraum reingegangen. Ja, ich musste doch deutlich den Kopf einziehen. Also früher müssen die Menschen deutlich kleiner gewesen sein. Ja, doch recht interessant. Hier nochmal so ein bisschen ein Blick in den Altarraum, so um mich rum. Ja, wie gesagt, der letzte offizielle Gottesdienst war so in den 1800er Jahren gewesen. Mittlerweile ist die Kirche wieder vom Heimatverein gepflegt und es sind unregelmäßig hier ab und an doch noch wieder Gottesdienste statt.
wenn ihr Veranstaltungen sucht, die hiermit zu tun haben, vielleicht einfach mal auf der Homepage der Gemeinde Meißner nachsehen. Ja, bei dem, was ich heute schon unterwegs war, bin ich jetzt glücklich, dass ich am Ende dieser Runde direkt vor der Kirche eine kleine Sitzgelegenheit gefunden habe. Eine kleine Holzbank, wo man jetzt runter in Richtung Straße gucken kann. Wenn die Bäume nicht so dicht wären, würde ich vielleicht sogar auch noch den Apteroder Bär wiedersehen. Ja, ich möchte mal noch darauf kommen, warum diese Kirche eigentlich Totenkirche heißt. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Der Grund dürfte wahrscheinlich darin gelegen haben, dass irgendwann, nachdem die Kirche offiziell hier keine Gottesdienste mehr abgehalten hat, hier eigentlich nur noch Totengottesdienste stattgefunden haben, wenn Leute hier begraben worden sind. Es gibt auch einen neuen Friedhof, der befindet sich gegenüber auf der anderen Straßenseite. Und fast im Wurf weiter von mir befindet sich auch ein recht hässlicher Bau einer katholischen Kirche, der ziemlich aus der aktuellen Neuzeit stammt. Ich sag mal so, wirklich hübsch ist das nicht anzusehen. Da lohnt es sich eher, ein bisschen weiter in Richtung Ort zu gehen, dort die Wehrkirche mal anzugucken. Wenn man Glück hat, kann man sie auch von innen besichtigen. Oberhalb von Abderode liegt der sogenannte Rebstock. Dort hat man so eine Art Freizeitfläche, Spielplatz, Grillplatz, allen drum und dran, Wassertretanlage aufgebaut. Auch das lohnt es sich durchaus mal zu besuchen, wenn man schon mal hier unterwegs ist. Da kann man gut ausschnaufen, verschnaufen, schön im Schatten kann man da sein. In der Nähe dieses Platzes, wo man dann da ist, ist auch der sogenannte jüdische Friedhof. Ja, und hier beginnen auch etliche Wanderwege, die man hier starten kann, wie der P2 durchs Meißner Vorland. Und man kann halt entsprechend hier sehr viel unternehmen, sehr viel tun. Also ich sag mal so, es lohnt sich durchaus, hier einfach mal vorbeizuschauen, um mal guten Tag zu sagen. Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist es natürlich eine Anstrengung. Man muss erstmal hier, egal aus welcher Richtung man kommt, bergauf fahren. Aber auch das lohnt sich durchaus. Heutzutage mit den E-Bikes, die meisten haben, sollte das eigentlich auch fast kein Problem mehr sein, wenn man hinten durchs Höllental hochfährt und kommt dann aus Richtung Grube Gustav hier nach Abderode hoch. Das soll es für heute dann hier mal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Interessantes zeigen können. Beim nächsten Mal, da geht es dann auf die Spuren von Alexander von Humboldt. Ja, auch der war hier in der Gegend gewesen und hat nicht nur in Eschwege eine Schule, die ich mal besucht habe, hinterlassen. Seid gespannt, wo ich beim nächsten Mal aufschlage. Euer Thunderhawk.